kleines Stückchen. Ich habe euch einen neuen Zauber verliehen. Die Fähigkeit, Haskell, meinen Haushofmeister, zu beschwören, damit er euch auf euren Reisen hilft. Er weiß eine Menge, mehr, als er selbst weiß. Probiert es doch gleich einmal aus. Beschwört unseren Freund zu euch. Ich warte so lange. Okay, wir haben eine Magie freigeschaltet. Die müssen wir erstmal auswählen. Wo ist er? Nein. Da ist er. Dann machen wir es mal. Ah, unser Fürst hat euch die Macht verliehen, mich zu beschwören. Oh, wie wundervoll für mich. Wenn ihr mich beschworen habt, kann ich euch Rat zu eurem derzeitigen Vorhaben geben. Was ihr dann mit meiner Weisheit macht, liegt vermutlich bei euch. Versucht, eure Macht sparsam einzusetzen. Ich habe Pflichten zu erfüllen und die sind sicherlich wichtiger, als euch das Händchen zu halten. Pflichten. Ist das nicht zum Schreien? Ich persönlich liebe es. Es ist eigentlich das Beste daran, ein Daedra-Fürst zu sein. Kommt schon, versucht es noch einmal. Ihr mag das. Okay, dann machen wir es nochmal. Komm. Und? Nur noch einmal. Ach, schon wieder beschworen. Mein Fürst hat so große Freude daran, genau wie es ihm zusteht. Ich nehme an, dass ihr fürs Erste fertig seid. Gut, gut. Ihr werdet alle Hilfe brauchen, die ihr finden könnt, wenn ihr Jygalak besiegen und den Grauen Marsch aufhalten wollt. Oh, rechnet nicht damit, den lieben Haskell irgendwo außerhalb des Reichs beschwören zu können. Er verlässt nur ungern meine Gegenwart. So etwas gibt es. Der Daedra-Fürst der Ordnung. Oder der Kekse? Nein, Ordnung. Und das ist jetzt nicht irgendwie nett gemeint. Trostlos, farblos, leblos. Öde, öde, öde. Und kein Freund meiner Werke. Das kann ich euch sagen. Hasst sie, hasst mich. Ein wenig engstirnig. Versteht ihr? Ihr habt seine Ritter gesehen. Nicht gerade lieb und kuschelig. Kein einziger eigener Gedanke in ihren leblosen Hüllen. Und jetzt werdet ihr mir helfen, ihn aufzuhalten. Ich? Wie? Schon wieder diese pedantischen Kleinigkeiten. Schweigt! Sonst bringe ich euch zum Schweigen. Wir kommen schon noch rechtzeitig dazu. Im Augenblick habt ihr andere Aufgaben. Okay, was ist der Graumarsch? Ein Ereignis, der Graumarsch? Eine Bewegung, eine Art Apokalypse, geschieht in jeder Ära, am Ende der Ära. Und das heißt jetzt. Der Graue Marsch kommt. Und Jygalak wandelt unter uns. Oder er rennt. Niemals hüpft, schleicht oder stolziert er. Meistens zerstört er einfach alles um sich herum. Aha. Bitten? Bitten? Ich bitte nicht. Ich befehle. Dies ist mein Reich. Wisst ihr noch? Meine Schöpfung, mein Ort, meine Regeln. Schaut euch nur einmal an. Keine Vorstellung, wo ihr da reingerutscht seid. Keinerlei Gefühl für den Ort. Ihr wisst noch nicht einmal wirklich, wo ihr seid. Nicht wahr? Vermutlich tun das nur wenige. Aber darum geht es nicht. Wir werden euch eine Kostprobe davon geben, wo ihr euch befindet. Ihr werdet es erfahren. Okay, lernen. Was lernen? Zwei Hälften, zwei Herrscher, zwei Orte. Treffen und Begrüßung. Tut ihren Willen, damit ihr erfahrt, worum es bei ihnen geht. Der Herzog von Mania und die Herzogin von Dementia. Sucht sie auf und lasst euch zeigen, was Neu-Sheod ist. Lasst euch überraschen. Sobald ihr versteht, was mein Reich ist, versteht ihr vielleicht auch, warum es so wichtig ist, es unversehrt zu bewahren. Und vielleicht findet ihr unterwegs neue Freunde. Das ist immer nett. Okay.
Gut, dann gehen wir mal. Bald wieder. Sonst nein, ich würde den nochmal gerne beschwören, eigentlich. Das macht so Spaß, aber. So, dann gehen wir mal nach Mania, heißt das? Nach Narnia. Und da, ach, da sitzt er auf dem Thron. Im Haus von der Resonator des Urteils hat uns gerettet. Ja, was gibt's? Ah, da seid ihr ja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich auf euch gewartet habe. So wenig zu tun und so viel Zeit. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie lange ich gewartet habe? Ich glaube es zwar nicht, aber ich könnte mich irren. Es könnte mir aber auch egal sein, was trifft zu. Nein? Vielleicht nicht. Es kam mir wie eine kleine Ewigkeit vor. Aber die Ewigkeit wird ja immer länger, je mehr man darüber nachdenkt. Eine merkwürdige Sache. Auch lange Straßen werden noch länger, wenn man über sie nachdenkt. Aber was ist mit langen Wörtern? Sie verändern sich gar nicht so sehr. Lang, kurz. Das Ende ist immer gleich. Staub und Tränen. Für gewöhnlich zuerst die Tränen, dann der Staub. Staub kann ja nicht weinen. Das wäre, naja, amüsant. Wisst ihr, was nicht amüsant ist? Ich habe meinen Kelch der Umkehrung nicht mehr. Das macht mich traurig. Und wenn ich traurig bin, habe ich zu allem wenig Lust. Ich habe ganz bestimmt keine Lust, Fremden zu helfen, die vor meiner Tür auftauchen und etwas wollen. Verstanden? Okay, Kelch der Umkehrung. Oh, ihr habt also davon gehört. Ja. Dann wisst ihr, warum ich ihn zurückhaben will. Ich hab jetzt einfach mal Könnt ja ihr gesagt. Euch vorstellen, Taumeltau ohne ihn zu essen? Verheerend. Verflucht sei diese Frau. Wir halten uns an flüchtigen Dingen fest, selbst wenn wir ins Rutschen geraten. Ich wusste das und trotzdem gönnte ich es mir. Ich gönnte ihr auch einiges. Es war Leidenschaft, es war verboten. Oh, was hätte es für Gerede gegeben, wenn es publik geworden wäre. Das machte die Sache umso pikanter. Ausgerechnet am Hofe von Dementia. Skandalös. Fatal vielleicht. Aber die Leidenschaft nimmt keine Rücksicht auf die Selbsterhaltung. Seltsamerweise stoßen sich Gegensätze ab. Die ganze Freude und der Schmerz sind jetzt weggeschlossen, als wäre nichts gewesen. Leider ist der Kelch ebenso weggeschlossen. Ich denke nicht daran, ihn selbst zu holen. Aber es würde euch vielleicht etwas nützen, ihn zurückzubringen. Mir platzt gleich der Kopf. Seht ihr das? Ich muss mich hinlegen. Jemand anderes soll euch den Rest der Geschichte erzählen. Holt den Kelch zurück. Okay. Reicht. Der Dings ist. Gut. Der ist auch schon so ein bisschen verrückt, oder? Auf den Inseln sind Ritter der Ordnung erschienen. Die essen schön. Ich habe gehört, dass sie aus den Obelisken kommen. Darüber habe ich Gerüchte gehört. Ja. Hoffentlich bleiben sie der Stadt fern. Naja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir, glaube ich, erstmal raus, oder? Mal rausgehen und dann. Ja, erstmal gucken wir jetzt. Das wollte ich nämlich gucken. Wir haben ja eine Belohnung bekommen. Was ist das denn? Ein Brunnen? Aha. Wo ist diese eine Belohnung, die wir eigentlich bekommen hatten? Und die Beschwörung? Ah, da ist er. Ja. Ich warte dann auf da, weitere da ist er. Da ist der Fokuskristall. Dann werden die also immer auf diesen Dingern da aufgereiht. Hier. Ganz viele sind da. Das ist cool. Muss ich sagen. Was ist das? Das ist doch nicht richtig. Zu der Quelle heißt das doch, oder nicht? Bin ich jetzt ganz doof? Keine Ahnung. Egal. Gut, dann gehen wir erstmal raus, bisschen. Was ist das denn? Torwächterkopf. Nachbau. Mit Helm sogar. Richtig cool. Oh, ist Nacht. Sieht schön aus mit dem roten Himmel, aber wir warten einfach mal, bis es Tag ist. Weil dann ist es ja immer mal ein bisschen schöner. Und. Stopp. Sehr schön.
Ah, guck mal, das sieht doch schon viel besser aus. Ein schöner, heller Tag. Der Himmel so ganz komisch, gelblich die ganze Zeit immer. Oh, das Schwert. Die Rüstung beeinflusst irgendwas. Jetzt nicht gelesen. Naja, ich glaube, wir machen beim nächsten Mal, denke ich mal, weiter. Denn, wir machen jetzt mal eine Aufnahmepause. Und es hat Spaß gemacht auf jeden Fall, die Aufnahmesession wieder. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns bei einer nächsten Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei mit mir, Big Mana. Und dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Elder Scrolls 4 Shivering Isles Add-on von Oblivion. Bis dann. Tschüss.